Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es, wie der Titel schon sagt, um die Verpackungskünstler von Amazon. Denn mich haben mal wieder zwei Pakete, kann man nicht sagen, sondern Briefumschläge sozusagen erreicht. Ich hatte mir zwei Kleinigkeiten bestellt. Und war dann auch gespannt, wie das Ganze bei mir ankommt. Und eigentlich habe ich vermutet, dass es andersrum sein wird. Aber sie haben einen natürlich mal wieder überrascht. Wenn man sich das Ganze anguckt, dieser Pfeil hier soll ja eigentlich ein Smiley sein, vermute ich mal, so lächelnd, freundlich. Aber ist es nicht wirklich. Wir können hier mal. Ja, hört man nichts Großartiges, was drin ist. Und hier kann man wahrscheinlich vermuten, wenn man des Öfteren einen Film bei Amazon bestellt, speziell eine Sonderverpackung. Ja, also fangen wir mit denen an. Ich war überrascht, ich mache das auf und denke mir, wow, mit Luftpolsterfolie in diesem Karton. Aber es liegt höchstwahrscheinlich nur daran, dass der Artikel selber schon von Haus aus in so einer Luftpolstertasche verpackt ist. Könnt das mal aufmachen, wenn es denn möchte. Möchte natürlich wieder nicht. Dann machen wir es so. So hier rein. Okay, mal. Das Ding hebe ich auf. Da kann man nämlich gut was verpacken, wenn man denn möchte. Und dann haben wir hier drin. Kannst du mal da drüben ausleeren. Ja, das sind Ständer für Figürchen. Sozusagen, ja, kommt so hin, da so hin, da so hin und dann für so ein Sixtel Scale Figürchen, ja. Und normalerweise dahin, dann kann man das hier mal kurz so rein. Ich möchte jetzt nämlich noch kurz einen Test machen. Nachher, so, Essensstäbchen aus Plastik. Gut, scheint heile zu sein, alles in Ordnung. Was soll da auch schon groß kaputt gehen? Finde ich aber cool, dass sowas natürlich in einer Luftpolsterfolie von Haus aus verpackt ist. Ja, und dann kommen wir zum nächsten. Und was soll da denn natürlich enthalten sein? Ist ja logisch, ein Steelbook. Typisch Amazon. Ghost in the Shell. Steelbook Future Pack nehme ich mal an. Und das hätte man doch echt jetzt hier eigentlich, wenn man es so macht, auch in sowas reinpacken können. Das könnte sogar, wenn mich nicht alles täuscht, hier noch mal drin Platz haben. So, jetzt einfach mal so auf die Schnelle gemacht. So, wird sogar wieder komplett zugehen. Und da hätten wir es. Dann wären wir zufrieden. Aber nein, wir machen es halt nicht so und riskieren, dass es wieder mal zerbeult und zerdellt ankommt. Schauen wir es uns einfach mal an, ob wir Glück gehabt haben oder nicht. Was ist das? Ach, das sind Popel hier hinten. Okay, ein bisschen eingerissen schon die Folie. Das Ding war jetzt im Angebot für knapp unter 10 Euro. Habe ich es mir mal gegönnt. Oha, das sieht aber rattenscharf aus. Was ist das hier, eine Delle oder? Ja, natürlich. Was soll es denn sonst sein? Jo, es wird wieder lustig. Das heißt wieder drucken. Das heißt wieder zurückschicken. So haben wir hier die Rückseite. Ich zeige es euch einfach mal. Vielleicht interessiert es euch ja dieser Artikel, wenn er demnächst mal wieder im Angebot ist. So, hat fett die Klebepuppe drauf. Aber geht noch, obwohl das Ding schon älter ist. Das kennt man auch anders. Ja, geht rückstandslos weg. Das passt. Und hier passt es auch. Aber hier drin haben wir so eine Querdelle. Scheiße. So schaut das gute Stück aus. Eigentlich vom Druck her super scharf. Motiv gefällt mir auch. Alles blau gehalten. Aber wenn ich jetzt mal hier hingehe, sieht man es. Hier war es ein Kack. Jo, dann haben wir hier Spine sozusagen, kann man nicht wirklich sagen, und hier die Rückseite. Das können wir eigentlich gleich aufmachen. Schade, dass es kein durchgängiges Motiv ist oder so, aber
absolut wertig in der Hand, dieses Future Pack. Liegt gut in der Hand, man merkt, es ist dickeres Material. Und, oh, da müssen wir halt ein bisschen mal zuhalten. Ihr habt es gesehen. Ja, ist jetzt nicht so tragisch. So, das kommt wieder rein, das ist ein bisschen Werbung. Und was haben wir dann hier drin? So ein kleines Poster oder so ein kleines Faltblatt. Was hier mit dabei ist. Jo, also kann man das wieder umtauschen gehen. Wieder schade. Hätte anscheinend doch was geholfen, wenn man das Ganze hier in so einer Luftpolsterfolie, man weiß es eben nicht, aber ihr habt es ja gesehen, die Verpackungskünstler von Amazon, die schaffen es, immer wieder einen zu überraschen. Deswegen, wenn ihr mal wieder eine neue Story aus diesem Bereich habt, dann schreibt es mir und der Community gerne unten in die Kommentare rein. Ihr wisst es ja, wir reden gerne darüber, wir teilen gerne unsere Geschichten und geteiltes Leid ist halbes Leid. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Das war's von meiner Seite aus. Danke fürs Zugucken und Servus.